Ja, das hast du davon! Du bist einfach geistig unbewaffnet! Ich habe dein Experiment durchgespielt! Was geht ab, meine kleinen Auftragskiller? Und wir spielen wieder eine weitere Runde... Hitman 3! ...mit der neuen Mission. Das Ende einer Ära. Unsere Ziele sind der gute Hush und die Megan Royce. Die werden wir erledigen und... Und los geht's! Oh, jetzt erstmal eine Rauch. Aber rauchst du hier etwa? Hier wird nicht geraucht! Echt, raucht die einfach über den Steig an der Treppe. Ekelhaft. Ist das nicht poetisch? Ein durchsichtiger Regenschirm, damit man was vom Regen hat. Ist das nicht toll? Habe ich mir immer gewünscht, einen durchsichtigen Regenschirm, damit ich auch den Regen begutachten kann. No, they only want people like us. The fly is so. That means it's too dangerous for rich people. Ah, okay. Auf sowas habt ihr also Bock, hä? Gut, dann werde ich mich jetzt mal als Penner verkleiden. Und dann werde ich dem guten Hush mal richtig auf die Fresse schlagen. Ach ja, ich werde jetzt diesen armen Penner hier gleich retten. Irgendwie lustig oder ironisch, ne? Ein Auftragskiller, der einen Penner rettet. Warum schaffen es auch Videospielcharaktere cringe zu sein? Der alte, gute Obdachlose geht nach Münze. Was? Nein! Entschuldigung, mir ist nur eine Münze runtergefallen. Das gibt's nicht, Alter. Es ist wirklich so, die Bösen zahlen schlechter. Sogar die Obdachlosen bücken sich nicht mal nach dem Geld. Jo, ein Schlückchen fürs Glückchen. Aber hast du hier gerade gesoffen? Hier wird nicht gesoffen! Und du? Gib einfach her. Dann verkleiden wir uns als Obdachloser. Ich habe ja gerade gesagt, ich will ihn retten, ne? Aber theoretisch könnte ich auch sowas hier machen. Zum Glück ist das ja nur eine Theorie. Hey, guten Tag, hast du Kleingeld? Kleingeld? Leute, habt ihr Kleingeld? Kleingeld? Ah, hau ab, du Stinketier. Okay, kein Kleingeld. Ein Schrottschwert. Oh, Cecil, der ist bewaffnet. Ach, tut mir leid, Koch. Kumpel, zwing mich nicht, mich mit dem Schrottschwert anzugreifen. Ach, jetzt muss ich auch noch Leichen beseitigen. Tschüss. Das läuft ja schon klasse. Die ersten Menschen und alle sind tot, außer der Penner. 3 Uhr 28 nachts. Hi there. Let's get you out of the rain, shall we? Danke. Er muss mich filzen. Oh, verdammt. War ja klar. Machen wir jetzt gleich. Wir müssen jetzt erstmal unsere Pistole hier wegkriegen. Alles klar, für ein bisschen Kleingeld mache ich alles. Ja. Alles gut, Kleingeld. When did you last change your outfit? Seriously. I change my clothes all the time. Yeah, I bet you do. Ganz schön fies, kann das sein? It's in there. Go take a seat. They'll get you and the other guys to sign up. Alles klar. Eine Stunde später. Mache ich. Hauptsache, es gibt Kleingeld. Darf ich? Ja, ich wollte mir nur einen Apfel nehmen, um so mehr wie ein Arschloch auszusehen. Ja, so eine Scheiße. All die dreckige Scheiße, die ich mir angezogen habe. Meine perfekte Rolle, die ich gespielt habe. Kleingeld! Jetzt muss ich irgendwie da reinkommen. So, ich bin der athletischste Penner, den du je gesehen hast. Hopp. Hier kommen wir auch rein. Und habe ich einen Dietrich dabei. Und das ist Mission Impossible. Sein Doktor. Ich habe eine Idee. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, mag der Doktor ja seine Vitamine. Also das waren doch keine tödlichen Vitamine. Da müssen wir jetzt mal was Tödlicheres nehmen. Hier, nimm das Cuttermesser. Geh damit. Das ist mein Cuttermesser. Geh weg da, geh weg. Danke. Glücklich jetzt ein Doktor. Scheiß Kamera, du störst. So, dann klettern wir hier mal durch. Tut mir leid. Zum Glück bist du ein glatzköpfiger Chinese. Zack. Dann beseitigen wir dich mal. Okay. Sir, this is a restricted area. Okay. To experiment. Oh, good. I'll let Sister Lay know to join us for the experiment. Ich hasse Doktortermine. Alle kommen immer so spät. Eine Ewigkeit später. He's ready for you, Hutch.
He looks strong. A good specimen to conclude this phase. Yeah. So, calibration 60%. Signal strength 60% confirmed. Fight! The signal's too low. Shh. I need to... The signal's too weak. Weil die verliert. Go to 100%. Not safe. Perfekt! 100%. Just need to focus. Tut mir leid! My head. It's too low. Weiter, komm. Alle guten Dinge sind drei. Kommt! Alle klatschen. Hasch, hasch, hasch. Höher, höher, higher, higher, higher. Und jetzt! Ja, das hast du davon! Du bist einfach geistig unbewaffnet! Seine Gehirnzellen sind einfach platt! Ich hab dein Experiment durchgespielt! So, nach der Nummer habe ich eigentlich Hunger. Mir fällt gerade ein, so kann ich überhaupt nicht rumlaufen. Wie soll ich denn so essen? Er hat schöne Kleidung. Irgendwann später. Rattengift, hä? Das können wir gebrauchen. Als Koch verkleiden. Ah, los! Ich brauche eine Verkleidung. Wie fliegt der denn rum? So, einmal verkleidet. So, kann ich irgendwas zu essen mitnehmen? Nein, aber Küchenmesser. Machen wir mal ein bisschen davon. So, das, ja. Haha, jetzt werden wir da noch das Rattengift aus der Toilette reinschmeißen. Sieht das nicht absolut köstlich aus? Essen ist fertig. Hast du was zu meckern? Essen ist fertig. So, regiert der nur auf Knopf? Ich drück doch schon Knopf. Jetzt muss ich noch einen Knopf drücken oder was? Das muss man sich mal geben. Ich drück einen Knopf in einem Videospiel, ne, damit der einen Knopf drückt, damit der Charakter sich bewegt. Das wird eine sehr gute Speise, mein liebes Herr Aufsichtsratmitglied. 12 Sekunden später. Ich gehe schon nach ihm gucken. Keine Sorge. Das könnte richtig spaßig werden. Hast du Durst? Hier, trink einen Schluck. Und schmeckt's? Lecker, lecker. So, zack, verkleiden. Und den noch beseitigen. Jetzt fühle ich mich wieder richtig. Inspect the facility now. Good. I hope you enjoyed the food. Did you bring the P-41 you left for you in the apartment? Ja. Miss Chen and visitor, welcome. Please report to security desk for visitor signing. Will do. Hallo, Elektronikstimme. Timothy Royce. Quite the bitch, apparently. I've been looking for nothing wrong with her look, though. Edgy. You know what? Screw this door. I know why you're really here. Echt? I've set up a little demonstration for you. Oh. Three employees, unaware that I can accurately predict their behavior. Firing them will result in an already clearly defined reaction. Ein paar Sekunden später. Die wird gefeuert. Yeah! Weil ich ein guter Arbeitgeber bin. Sharon Reed. Screw you! You're fired! Und Jeremy Bolt. You're fired! Haha, ich habe alle gefeuert. Wow, you've been busy. Ja. I trust you're convinced by the demonstration and agree that this is the future for the ICA. Ja, Mann. Aber weißt du, ne, wenn ich es mir recht überlege, erledige ich dich gleich hier und direkt. Das war mein Schraubenzieher. Und das ist mein Cuttermesser. Those targets down. Good. Danke für den Zugangscode. 20 Minuten später. Hey, okay, okay. So, schnell weg hier. Die wissen ja jetzt, wer ich bin. Bye, have a great time. Beseitigen. Da müssen wir es jetzt mal ein bisschen eleganter lösen. So. So, dann heben wir direkt mal unser Foto-Handy. Hängen uns rein. Danke. Damn. Not alone in there. Need to empty the room before I can seal the doors. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. So. Rein. Haha, brennt, Jungs. Bigger, better. Good, you're alone. Perfekt. I'm sealing the room and dimming Windows 47. Danke. No need to worry about intruders. Dann machen wir das mal. Dann scheiß auf den Arbeitgeber. Maybe it's time for a change.
147. I can hold the doors for a little while. Use the vents to get out. Go now. Ja, du sagst das so einfach. All personnel, breach protocol initiated. This is bad. That means they'll shoot on sight. Ja, ach. I'm gonna quit. Raus hier. Schnell, schnell, schnell. Huh. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die Jungs hier raushauen, ne? Ja! So, gib mir deine Verkleidung schnell. Ich muss hier ungesehen rauskommen. Weiter, 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 komm. Raus hier. Alle in Sicherheit, Leute. Geschafft. Na, wem sagst du das? Oh, Bruder, ich muss auch für eine Ablenkung sorgen. Tschüss. Ich bin böse, deswegen darf ich das. Bei der Assi eigentlich. Mit mir auf jeden Fall nicht in der Zombie-Apokalypse. So viel kann ich schon mal sagen. Da ist die Bahn, perfekt. Darf ich nicht verpassen. Liebe Gäste, Vorsicht beim Einsteigen. Türen schließen selbst. Nein, nicht wegfahren, ich komme ja schon. Oh, geschafft, Leute. Ja, wer kennt es nicht? In Arbeitskleidung mit der U-Bahn weg. Und das war's jetzt wieder mit einer weiteren Folge. Hitman 3. Gerne eine Bewertung dalassen. Wenn es dir gefallen hat, liken, disliken, wenn nicht. Und ich würde jetzt nochmal sagen, tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.